Ja, Vitti, Hallo. Deine Meinung von Kontext? Von dem oder generell? Nee, von dem. Von Monster des Kontext. Ja, beste Kontext, den ich je gesehen habe, ne? Ja, auf jeden auf Fall. Auf jeden, mit Abstand. Vor allem beste Veranstaltung, die Bielefeld je gesehen hat. Mit Abstand. Wie war die Stimmung in dem Kontext? Hätte besser gar nicht sein können, ne? Ja. War schon gut. Sag mal, wann bist du angefangen mit Skaten? Ich kann es dir nicht mal genau sagen, irgendwie 6, 7, 8, so um den Dreh. Mit 6, 7 Jahren? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Da war noch mal ein bisschen Pause zwischen 5 Jahren etwa, aber so auf dem Brett stehe ich ungefähr seit 25 Jahren. Okay, ja, ja, also mit 6, 25 Jahren, ne? Ja, schon eine Weile. Wie hast du angefangen? Mit 6, 7 Jahren kann man gar nichts sagen, ey, ich will skaten. Nee, ja, ne? Also, Brüder. Stand da irgendwann so ein Brett und dann. Okay. Sieht das eigentlich schon von selber ergeben. Auf jeden Fall, ne? Ja, relativ schnell. Wenn du ein Skate zu Hause hast, ne? Also, kannst du schon damit anfangen. Über den ganzen Flur. Ja, von zu Hause, ne? Wir sind dran. Nee, auf der Straße in der Haus, ne? Wie man das so. Um zu lernen, Bordsteig anfahren. Oder üben. P-Clubs gab es damals noch nicht. VHS-Kassette gab mit 300 Minuten Videos, da war ein einziger Kickflip drin. Okay. So, das Holy war schon ein bisschen anders aus damals. Ne, eigentlich. Ja, was war geil, auf jeden Fall. Die Style ist auch. Und so hat sich ganz verändert, ne? Also der ganze Style von Skate. Es geht halt in alle Richtungen, ne? Mhm. So, mittlerweile wird wieder mehr mit irgendwie noch Complice und Wallys romantiert und vor 10 Jahren sind sie alle Treppen gesprungen und. Ja. Das habe ich auch als Kind gemacht. Reisen für Skaten? Gerne, immer. So viel wie geht, ne? Mhm. Also letztes Mal mit White Mike in Frankreich. Ja, 3 Wochen. 3 Wochen. Ja, das war sehr schön. Mit dem Bulli. Ganze Zeit am Fahren, ne? Fahr wieder machen. Jederzeit. Ja, und Mike war jetzt viel unterwegs, 2 Wochen in Frankreich, letztes Jahr war mal in Schweden, in Barcelona. Ja, ich habe spät angefangen mit dem Reisen. Ja. Aber ja. In Spanien hast du mehrmals gefahren, ne? So bist du mehrmals gefahren. Ja, in Spanien 10 Tage am Stück. Ja. Was motiviert dich, jeden Tag um Skaten zu gehen? Du machst halt deinen Kopf aus, ne? Das ist eigentlich das Geilste. Du gehst skaten, machst deinen Kopf aus, dein ganzer Alltag ist weg. Mhm. Scheißegal, was ist. Spiel am Fun. Magst du lieber Tricks machen oder Fun? Sowohl als auch, ne? Es gehört ja beides zusammen irgendwo. Okay. Aber wenn ich jetzt hier in Holzpark wieder vorne fahre, ist es ja fast umgefahren, das ist ja mit dem Highschool-Kurs. Ich kann nicht mehr so viel mit Tricks machen. Das ist ja eher so ein X-Kurs-Park. Dein Style finde ich richtig geil, weil es nicht mehr so wie Skaten, sondern wie Surfen. Meinst du lieber Spaß haben hast? Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich viel. Ein Contest fahren ist nicht so. Ich bin früher so viele Contests gefahren und. Du stehst jedes Mal da und droppst rein und solche Beine verkackst und Olli legst dir auf die Fresse und dann ist es nee. Passiert, ja. Sag mal, hast du einen Tipp für die Leute, die jetzt anfangen, vielleicht, um die zu motivieren? Auch nicht ganz einfach. Also, die sollen nicht aus dem falschen Grund motiviert sein. Nee, klar. Wäre für mich relativ wichtig, weil viele fangen halt an, so um den ganzen Hype mitzunehmen, um ich brauche einen Sponsor, ich muss in die Zeitung, keine Ahnung, und vergessen halt darunter, halt, worum es wirklich geht. Ja, und den Spaß an der Sache. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ein Tipp und nicht sich so viel Treppen springen, ja. Angebracht. Fitti. Julio. Ich sage vielen Dank für das Interview. Mich richtig gefreut. Ja, war mein erstes. Ja, meine dritte jetzt.
für Extremos. Danke, Leo. Extremos. So, heute fangen wir den Holzmarkt an und zwar mit dem dritten Platz. Und der dritte Platz geht an. Bündchen David! Thank you.